Hydroxyprolin. Was ist das? Die Aminosäure Hydroxyprolin ist nur in Gelatine in nennenswerten Mengen enthalten, ca. 12-14%. Gelatine wird aus den Knochen, Häuten, Bändern, Sehnen, Rinderspalt von Rindern und Schweinen und zu einem kleineren Anteil auch aus Fischen und Geflügel hergestellt. Das sogenannte Kollagenhydrolysat hat eine biologische Wertigkeit von 0. Es kann also nicht in körpereigenes Protein umgewandelt werden. Wenn also in einem Aminosäureprodukt die Aminosäure Hydroxyprolin in der Tabelle der vorhandenen Aminosäuren aufgelistet ist, wurde definitiv kollagenes Eiweiß, also Gelatine, als alleiniger oder als einer der Proteinrohstoffe eingesetzt. Durch die prozentuale Bestimmung des Hydroxyprolinanteils im Aminogramm kann die Menge an kollagenem Eiweiß gut bestimmt werden. Wenn der Anteil bei ca. 6% liegt, wurde immerhin noch ca. 50% Gelatine als Proteinrohstoff eingesetzt. DMS-Produkte und damit natürlich auch unser Aminopurflüssig beinhalten überhaupt keine Gelatine. Hauptrohstoff ist ein Hydrolysat aus Lactalbumin, also ein enzymatisch aufgespaltenes Whey-Protein, und das hat eine biologische Wertigkeit von 104. Außerdem befindet sich zusätzlich noch reines L-Arginin, L-Ornithin und Taurin in Aminopurflüssig. Also Augen auf beim Kauf von flüssigen Aminos.